Und eigentlich geht es jetzt darum, dass wir uns mal eingehend damit zum Beispiel beschäftigen. Das war beim letzten Mal ja nur so im Überflug, haben wir da, glaube ich, 6 oder 7 oder 8 Probleme uns vorgenommen gehabt. Und jetzt mache ich weiter mit Dingen, die kennen Sie bestimmt schon. Denn beim letzten Mal, irgendjemand hatte gesagt, Bubble Sort, hatte er mir so an den Kopf geworfen, glaube ich, als erstes Beispiel für einen Algorithmus. Und Bubble Sort ist ein Beispiel zur Lösung des Sortierproblems. Was ist das Sortierproblem? Das Sortierproblem ist wie folgt. Ich habe eine Folge von n ganzen Zahlen, a1 bis an. Und was möchte ich daraus haben? Also ich muss jetzt irgendwie beschreiben, was denn das Sortierproblem sein soll. Und die Ausgabe ist eine Permutation. Was ist eine Permutation? Eine Mischung, genau. Irgendwie Vertauschung der Elemente. Ich habe also wieder n Stück. Es muss jetzt gelten die Beziehung, dass halt die... Genau diese Beziehung gilt, dass nämlich die Elemente aufsteigend sortiert sind. Ich könnte das natürlich auch absteigend machen, aber jetzt in diesem Fall algorithmische Problem der aufsteigenden Sortierung von n ganzen Zahlen. Das heißt, ich beschreibe hier, wie sich sozusagen die Eingabe dann zur Ausgabe verhält. Ja, das ist quasi das algorithmische Problem, die Spezifikation. Ja, und eine Probleminstanz. Worin besteht jetzt eine Probleminstanz? Aus dieser unendlichen Anzahl von möglichen Eingaben suche ich mir jetzt eine aus. Und ich habe jetzt irgendwie rein zufällig, glaube ich, diese hier ausgewählt. Ja, ich nehme irgendwie jetzt das n, was ich hier habe. Dieses n ist in diesem Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, also irgendwie n gleich 6. Und die Ausgabe wäre jetzt diese Zahlen aufsteigend sortiert dargestellt. Und das ist irgendwie so. Bubble Sort haben Sie dann vermutlich im ersten Semester kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Oder war das sozusagen Wissen, was Sie von anderer Stelle in diese Veranstaltung mitbringen? Also beim letzten Mal fiel ja auch, glaube ich, der Begriff Quicksort. Ist auch ein Beispiel für ein Sortierverfahren. Das werden wir jetzt nicht machen. Das machen wir aber später noch, irgendwie nächste Woche. So ein ganz einfaches Beispiel ist das Insertion Sort. Oder Sortieren durch Einfügen. Muss ich mal gerade gucken hier. Ich habe extra ein Kartenspiel mitgebracht, weil das ist nämlich genau Insertion Sort. Wenn Sie irgendwie Karten spielen, und jetzt spielen wir irgendwie das Kart, da kriegt, glaube ich, jeder 10 Karten. Und Insertion Sort ist eigentlich, ich habe hier einen Stapel von unsortierten Karten. Jetzt nehme ich mir die oberste und wechsle die hier hin. Das ist jetzt irgendwie in diesem Beispiel ist das der Karo König. Und jetzt nehme ich mir die nächste Karte und jetzt suche ich sozusagen in der Liste der bislang schon sortierten Karten, ist bei einer Karte natürlich nicht ganz so schwierig, suche ich mir jetzt die Position raus, wo ich diese nächste Karte einsortieren muss. Pik Bube, würde ich mal sagen. Wir sortieren mal erst, nein, nach den Wertigkeiten der Karten und dann nach den Farben Karo, Herz, Pik, Kreuz. Das heißt, der Bube ist irgendwie weniger wert als ein König, der würde also irgendwie davor kommen. Ja, also das kleinste landet hier, das größte landet hier. Die nächste Karte wäre die 10, Herz 10. Ja, ich würde jetzt gucken, ich fange jetzt entweder hier an dieser Seite oder an dieser Seite und laufe jetzt der Reihe nach durch. Wo füge ich die denn ein? Darum Insertion Sort, sortieren durch Einfügen. Ja? Und ich fange jetzt beispielsweise hier an und finde, jawohl, das ist die richtige Position. Oh, jetzt wird es spannend. Jetzt habe ich nämlich die Herzdame. Jetzt muss ich irgendwie schon gucken. Jetzt vergleiche ich hier mit der 10. Ja, die ist es irgendwie nicht. Die Dame ist größer. Der Bube ist auch kleiner. Also muss ich noch weitergehen. Oh, aber der hier, der ist größer. Also muss ich die genau dazwischen einfügen. So, das ist das Ganze in Pseudocode gegossen. Also, wir geben da rein ein Feld A der Länge n, also Index von 1 bis n. So, und was wir jetzt machen, das sagen wir irgendwie so mein Feld. Hier ist irgendwie die 1, hier ist die n, das n. So, ich gehe jetzt im Prinzip von links, von dieser Stelle hier, kann man das sehen, ja doch, ne? Von dieser Stelle bis zum Ende durch, das ist quasi diese äußere Vorschleife hier. Ja, ich fange bei 2 an, weil ich sozusagen nicht mit dieser Situation anfange. Ja, hier ist sozusagen, das ist mein Feld, was ich sortieren möchte. Ja, und das ist mein Stapel, in den ich die zu sortierenden Karten einfügen möchte. Ja, ich fange nicht mit der Situation an, dass ich hier noch gar nichts drin habe, sondern ich fange einfach an, ich habe hier schon eine Karte. Ja, das ist sozusagen, drückt sich hier aus in dieser Vorschleife, wo ich bei Index 2 loslaufe. Ich nehme also das zweite Element her,
Ja, das, was hier an dieser Position ist, das wäre jetzt bezogen hier auf das Kartenspiel, die oberste Karte. Ja, das ist genau das AJ. Ja, also ich teile sozusagen dieses Array in zwei Teile. Ein Teil, den nutze ich gleich für das Sortieren, das ist hier meine linke Hand. Und meine rechte Hand, also irgendwie die Karten, die hier auf dem Tisch liegen, ja, das ist sozusagen der Teil, der dann hier hinten in dem restlichen Teil des Arrays sich befindet, der noch zu sortieren ist. Ja, wenn ich damit anfange, sage ich, ich fange mit der zweiten Karte an, ja, weil eine Karte, die ist per se richtig sortiert. Also ich nehme die zweite Karte raus, das mache ich jetzt zu meinem Vergleichselement, dann gehe ich quasi einen Schritt zurück und dann habe ich hier so eine hübsche Weilschleife. Ja, da vergleiche ich jetzt sozusagen schrittweise das zuletzt genommene Element mit den Karten, die ich hier schon habe. Ja, genauso wie ich es eben gemacht habe. Die Karte greife ich mir raus, das ist mein Key hier. Und jetzt suche ich in dieser Weilschleife die richtige Position, wo ich das Ganze einfügen muss. Ja, und hier fange ich sofort schon an. Und ja, obwohl, ich mache es mal lieber andersrum. Hier gehe ich sozusagen genau andersrum. Ich fange quasi bei der größten an, weil ich, ja, ich will das Ganze ja aufsteigend sortieren. Wenn ich also beispielsweise hier bin, an dieser Position, dann nehme ich mir das Element raus, ja, an der J-Position und vergleiche das dann in dieser While-Schleife sozusagen Schritt für Schritt mit den Elementen, die ich hier vorne schon habe und die halt bereits sortiert sind. Das passiert genau in diesem Teil hier. Ja, weil i größer 0 und solange ich ein Element habe, was halt größer dem aktuellen Element hier ist, also hier habe ich mein J, hier läuft dieses i in dieser While-Schleife, also ich laufe irgendwie so schrittweise da durch und wenn ich eine Einfügeposition gefunden habe, das ist entweder der Fall, wenn ich quasi hier nach links rauslaufen würde, oder wenn ich ein Element gefunden habe, was halt kleiner ist als mein Element, was ich mir gerade rausgenommen habe. Ja, dann habe ich genau eine richtige Position gefunden, dann merke ich mir quasi diesen Index hier und trage das dann hier ein. Also was ich im Prinzip mache, ich vergleiche, suche die richtige Position, ja, und wenn ich eine Karte habe, die immer weiter durchgereicht werden muss, dann mache ich an dieser Stelle aber auch, schaffe ich im Prinzip Platz. Ja, also ich rücke sozusagen in diesem Array hier immer um einen weiter. Ja, also wenn ich beispielsweise das an dieser Stelle einfügen muss, dann würde ich im ersten Schritt beispielsweise hier dieses J, wenn wir jetzt beispielsweise haben den Fall J gleich 4, würde ich den dritten Eintrag auf das nächste Feld setzen und hier Platz schaffen. Das passiert genau an dieser Stelle. Ja, und dann vergleiche ich halt durch, bis ich halt an der richtigen Stelle angekommen bin, bin eigentlich fertig. So, und das sieht dann, da habe ich nochmal so ein Beispiel vorbereitet, irgendwie so ein Feld der Länge 8. Das sind die zu sortierenden Elemente. Und jetzt fange ich im Prinzip an mit meinem Algorithmus, diese äußere Schleife, J gleich 2, das ist halt dieses Element. Und was ich jetzt mache, jetzt laufe ich im Prinzip nach links durch, vergleiche oder suche die Position, an der ich halt diese 27 einfügen muss. Ja, das mache ich, indem ich hier einfach reinlaufe und ich muss einmal sozusagen im ersten Schritt würde festgestellt werden, die 27, aha, die ist kleiner als die 83, also müssen diese beiden ihre Positionen tauschen. Nächster Schritt, J gleich 3, das heißt, wir nehmen uns hier die 64 raus. Und würden jetzt auch wieder die richtige Position für diese 64 suchen, würden zunächst dann in dieser inneren Schleife, in dieser While-Schleife, würden wir die 64 mit der 83 vergleichen. 64 ist kleiner als die 83, die beiden würden ihre Position tauschen. Das ist genau an dieser Stelle hier. Da tauschen die beiden ihre Position. Dann stellen wir fest, 64 ist jetzt mittlerweile hier, ist größer als die 27, also sind wir schon an der richtigen Stelle. Und das geht halt immer munter so weiter. 31 wird halt die richtige Stelle gesucht, bis wir am Ende mit einer fertig sortierten Folge dastehen. Ist, denke ich, klar. Was wir hier gemacht haben, eine Sortierung in place. Das heißt, wir brauchen keinen zusätzlichen Speicherplatz, um dieses Array zu sortieren. Das leuchtet ja irgendwie ein, dass das wohl so funktioniert.
Aber wir wollen uns ja auch so ein bisschen damit beschäftigen, dass wir wirklich nachweisen, dass so ein Algorithmus korrekt ist. Und das wollen wir jetzt einfach mal versuchen. Und da hatte ich Ihnen aber beim letzten Mal versucht beizubringen, dass es jetzt nicht ausreicht, dass wir uns beispielsweise diese Folge bestehend aus 8 Elementen hernehmen, einmal unseren Algorithmus anwenden und dann gucken, oh ja, am Ende, da kommt ja schon das Passende raus, eine aufsteigend sortierte Folge von Elementen. Das wird wohl schon richtig sein, der Algorithmus. Das reicht uns jetzt irgendwie nicht. Das heißt, wir wollen uns jetzt schon mal überlegen, wie wir denn überhaupt vorgehen können, dass wir quasi die Korrektheit von diesem Algorithmus nachweisen können. Und bei diesem Beispiel, also Eingabe von Integerzahlen, bestehend aus so einer einfachen Schleife, da macht man das durch eine sogenannte Schleifeninvariante. Also wir müssen jetzt nach irgendeiner Bedingung gucken, die wir formulieren müssen, die vor Ausführung der Schleife gelten, die sich von einem Durchlauf zum nächsten Durchlauf in ihrer Gültigkeit nicht verändern. Das heißt, wenn sozusagen zu irgendeinem Zeitpunkt dieses Schleifendurchlaufes diese Bedingung gilt, ja, und wir dann einen kompletten Durchlauf nochmal wieder machen, dann muss diese Bedingung immer noch gelten. Und wenn das erreicht ist, dann ist es eigentlich egal, wie häufig wir dieses Ding durchführen oder ausführen, diese Schleife. Ja. So, und dann als drittes müssen wir noch nachgucken, wenn denn diese Bedingung auch zum Ende, also nach Ablauf dieser Schleife auch noch gültig ist, dann müssen wir versuchen, aus dieser Bedingung genau die Korrektheit letztendlich unseres Algorithmus beziehungsweise hier dieser Schleife halt abzuleiten. Was könnte das denn wohl sein bei diesem Insertion Sort? Und zwar interessiert uns jetzt erstmal diese äußere Schleife. Also das ist das J, das ist im Prinzip der Schleifenindex der äußeren Schleife. Was könnte da wohl so eine Schleifeninvariante sein? Also das heißt, wir brauchen eine Bedingung, die am Anfang gilt, die für jeden Durchlauf gilt. Dabei kann es natürlich sein, dass während eines Durchlaufes diese Bedingung nicht gilt. Das ist nicht wichtig. Aber sozusagen, wenn sie am Anfang beispielsweise des 123. Durchlaufes gilt, dann muss diese Bedingung auch zu Beginn des 124. Durchlaufes gelten. Wir müssen uns eigentlich immer nur so einen gesamten Schleifendurchlauf angucken. Und wir brauchen halt oder müssen halt gucken, wie verhält es sich denn, wenn wir genau diese Enddurchläufe hier gemacht haben, wie verhält es sich denn dann mit dieser Bedingung? Und daraus hätten wir dann gerne abgeleitet, jawohl, das ist ein korrektes Verfahren. Gucken Sie mal ganz scharf darauf. Was passiert denn in einem Schleifendurchlauf? Wir lassen im Prinzip hier diesen kleinen Strich, den lassen wir um eine Position nach rechts wandern. Was können wir über die linke Hälfte sagen? Und was können wir über die rechte Hälfte sagen? Die ist bereits sortiert. So, und in einem Schleifendurchlauf schieben wir diesen Pfeil um eine Position nach rechts. Das heißt, wir vergrößern quasi diese linke Teilfolge um genau ein Element und verringern die rechte Teilfolge ebenfalls um ein Element. Das heißt, jetzt versuchen wir das mal zu formulieren. Schleifeninvariante für Insertion Sort könnte also lauten, zu Beginn jeder Iteration der äußeren Vorschleife enthalten die ersten J-1 Elemente, also da im Prinzip, wo genau der Strich war, die Zahlen A1 bis J-1 aus dem ursprünglichen Feld, allerdings jetzt in sortierter Reihenfolge. So, und jetzt können wir uns mal überlegen, das gilt vor Beginn der Schleife, ja, bei J gleich 2, Initialisierung war J gleich 2, das heißt, da gilt das, weil dann handelt es sich nämlich nur um das Element A1, also das erste Element, und das ist einfach eine sortierte Folge. Folge bestehen aus einem Element, ist trivialerweise sortiert. So, was passiert von einem Schleifendurchlauf zum nächsten Schleifendurchlauf? Also das ist irgendwie, das klappt. Von einem Schleifendurchlauf zum nächsten Schleifendurchlauf, das gucken wir uns vielleicht nochmal an. Ja, das ist diese Stelle hier. Wir haben jetzt das J irgendwo in unserem Feld positioniert. Und was wir jetzt machen, ja, wir bringen das Feld hier mit dieser Schleife an die korrekte Position. Ja, das hatten wir eben eigentlich schon
ausführlich erläutert. Das heißt, sozusagen zum Ende dieser Schleife haben wir genau die Situation, dass jetzt die Elemente von 1 bis J richtig sortiert sind. Ja, und dann sozusagen beim nächsten Start, bei Beginn des nächsten Schleifendurchlaufes, wird das J um 1 erhöht. Das heißt, in dem Fall gilt genau wieder unsere Schleifeninvariante, dass wir zu Beginn jeder Iteration der äußeren Vorschleife, ja, da ist ja das J dann um einen Schritt erhöht, also hier dann bezieht sich das nur auf das J minus 1 mit der Sortierung. Das passt also irgendwie gerade. Passt auch. Ja, und wie sieht es zu Ende aus? Gucken wir uns auch das nochmal an. Ja, wenn wir quasi am Ende unserer Schleife sind, dann ist das J den Wert n plus 1. Ja, weil wir jetzt quasi, der letzte Durchlauf ist mit J gleich n. Dann haben wir den Wert n plus 1. Ja, und dann bezieht sich sozusagen die Aussage auf die Schleifeninvariante, genau auf die Elemente von 1 bis n. Das heißt, wenn die ersten 1 bis n Elemente in sortierter Reihenfolge sind, heißt das genau, dass unsere gesamte Folge in sortierter Reihenfolge ist. Das heißt, diese Überlegung mit dieser Schleifeninvariante liefert uns jetzt genau die Korrektheit für diesen Algorithmus.